Hallo meine Lieben, ja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Toy Corner und wir sind immer noch bei unserem japanischen Live-Action Magical Girls und wir gehen heute mal eine Staffel weiter, nämlich zur dritten Staffel aus der Girls Heron Serie und wir sind bei Himitsu Senshi Phantom Mirage oder Secret Heroine Phantom Mirage oder auf Deutsch Geheime Heldin Phantom Mirage. Ja, das Thema dieser Staffel ist nicht mehr wie in der ersten Staffel Idols oder der zweiten Staffel Magie, sondern Phantomdiebe. Phantomdiebe kennen wir ja aus Manga und Anime zu Genüge. Ich sage nur, ne, Jean, Kaito Kid, Kaito Suntail und so weiter. Und das Thema haben wir auch in dieser Staffel. Ja, und wir fangen an mit natürlich dem Verwandlungs-Item. Und zwar ist es das Phantomivristi. Heißt so, weil es am Handgelenk getragen wird. Und ihr seht schon, es gibt das Phantomivristi in zwei Versionen. Und zwar einmal hier in der ganz normalen Version, dann in so einem durchsichtigen Blisterpack. Da hat man schon mal das Phantomivristi drin. Dann hat man hier den Phantomiring für die Haupt-Senshi. Na, wo ist sie? Da oben. Und zwar für Phantomihard Kokomi. Und einen Himitsu Key oder Secret Key. Ja, in dieser Staffel gibt es keine Jewels mehr, sondern es gibt geheime Schlüssel. Ja, das Einzige dann für die beiden anderen Senshi, also für Phantomi Spade, Saki und Phantomi Clover Yotsuba, kann man diese Phantomi Rings dann nochmal extra kaufen, aber viel wichtiger oder viel besser wäre es natürlich, man kauft sich gleich das Deluxe-Set. Da sind nämlich alle drei Phantomi-Rings mit dabei und man bekommt noch drei von den Secret Keys. Jo, das einmal hier, die Verpackung. Hinten ist ein Bild von unseren drei Senshi. Dann, was es noch halt so an Toys gibt. Hier oben ist schon so ein bisschen Erklärung, wie das funktioniert. Hier auf den Seiten auch nochmal. Aber bevor wir lange drum reden, auspacken. So. So, und hier haben wir es, das Phantomivristi. Ja, hier ist diese Mulde, da werden die Secret Keys, je nachdem welchen man benutzen möchte, hineingesteckt. Dann, das hier dreht sich und hier sind auch, ihr sehen könnt natürlich, hier sind die vier Kartensymbole drauf, ne? Heart, Clover, Diamond, Spade. Kennen wir ja auch, das kommt in vielen Anime, kommt das ja auch vor, ne? Karten, Symbole. So, ein und Ausschalter hier unten. Hier hinten ist das Batteriefach. Das Phantomivristi braucht drei AAA-Batterien, also die kleinen länglichen Batterien. Hier ist der Lautsprecher. Ja, und diese Vorrichtung ist dafür da. Da kann man dann dieses Armband drum machen, damit man es am Handgelenk tragen kann. Bei mir funktioniert das nicht. Ich habe zu dicke Handgelenke natürlich, aber ja, für Kinder ist es natürlich kein Problem. Oder wer sehr, sehr dünne Handgelenke hat und nicht solche Baumstämme wie ich. Ist auch nicht dünn, also es ist ziemlich dick und stabil. Also das sollte eine ganze Zeit lang halten. So, ja, so viel dazu. Das kommt gleich. So, und dann haben wir hier einmal die Phantomi Rings, einmal Spade, Heart und Clover. Und dann haben wir hier unsere drei, ja, Himitsu Key oder Secret Keys. Und zwar einmal haben wir hier den Search Key oder den Suchschlüssel. Damit kann man Gegenstände oder auch Personen suchen.
Dann haben wir hier unten einmal den Zoom-Key. Man sieht ja schon, da ist eine Fernrohr drauf. Also damit kann man Dinge aus der Ferne betrachten. Und das hier ist der Open-Key oder auf Japanisch Ohira-Key. Und den benutzen die Phantom Mirage Senshi, wenn sie eine Mission abgeschlossen haben, um sich quasi effektvoll aus dem Staub zu machen. Also wenn sie diesen Schlüssel benutzen, dann gibt es halt so eine kleine Sequenz und sie lösen sich quasi in Luft auf und kehren halt in ihre Geheimbasis zurück. So, ja, dann würde ich sagen, damit wir das nicht gleich hier alles machen müssen, holen wir das mal alles schön raus. Ein Wort zu den Secret Keys. Es gibt zum Glück nicht ganz so viele davon in dieser Staffel wie vorherigen Staffeln, die Sound Jewels oder die Magicka Jewels. Also es gibt drei, gibt es halt mit diesem Set. Dann gibt es noch einen mit dem Maskottchen, was man noch dazu kaufen kann. Und dann gibt es eben noch vier Vierer-Sets, wie schon bei den Magicka Jewels. Dann hat man noch 16 weitere. Und ich glaube, viel mehr gibt es dann auch nicht. Also das ist im Grunde alles. Etwas, was natürlich noch ganz wichtig ist, die Bedienungsanleitung. Ja, was ihr da aufgeblättert kriegt, ne? Also alles erklärt, wie man die Batterien einsetzt. Wie man das Armband drum macht und alles Übrige, wie es halt funktioniert und so weiter und so fort. Also auch wenn man kein Japanisch lesen kann, dann kommt man einfach dahinter, wie das funktioniert. Ja, ah ja, und zu den Phantom Rings natürlich. Alle haben hier hinten so einen, ja, wie so einen halben Ring, wie einen halb offenen Ring, dass man das natürlich auch am Finger tragen kann. Ja, bei mir funktioniert das nicht. Also ich krieg's mit Mühe und Not hier auf die Fingerkuppe vom kleinen Finger rauf. Ne? Aber wer sehr, sehr zierliche Hände hat oder natürlich Kinderhände, da sollte das kein Problem sein. Gut, ja, und dann würde ich mal sagen, bevor ich hier noch weiter rumquatsche, zeige ich euch einfach mal, was das Phantom Iristi kann. Und dann schalten wir es einfach mal ein. So, dann fangen wir einfach mal an mit der Verwandlung von Phantom Heart, Kogumi. Na? So. So, mit ein bisschen Startschwierigkeiten. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Man muss nämlich hier eigentlich auch noch drehen, nachdem man den Ring dagegen gehalten hat. Aber gut, machen wir das einfach jetzt mit Phantom Spade. Saki. Thank you.
Und Phantomiclover, J2. So, das waren unsere drei Verwandlungssequenzen. Und ja, wie schon bei den anderen Toys vorher, sie spielen tatsächlich die komplette Verwandlungsmelodie jedes Mal ab. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön. So, und dann, ja, würde ich sagen, probieren wir einfach mal unsere Secret Keys. Erst einmal den Search Key. Und dann nehmen wir noch mal den Zoom Key. Zoom Key. Setto. Zoom de hakke. Und den Open Key. Und ich muss mal kurz eine kleine Pause einlegen. Kleinen Moment. So, tut mir leid für die kleine Unterbrechung, aber der Kamera-Akku wollte gerade den Geist aufgeben und ich musste schnell das Ladekabel anschließen. Aber wir haben ja zum Glück alles auf die Reihe bekommen. So, ich soll das auch mal wieder ausschalten. Gut, ja, wie gesagt, die Sequenz finde ich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, weil man echt auch wieder die komplette Verwandlungsmelodie hat. Ja, die Effekte mit den Search Keys oder mit den Secret Keys, ja, sind jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Das sieht natürlich in der Serie viel, viel spannender aus. Aber ich finde, das ist trotzdem eine nette Idee. Vor allen Dingen haben auch eine schöne Größe. Also sind nicht solche Sammel-Items, die so super einfach verloren gehen können. Ich bin sicher, Kinder kriegen das trotzdem hin, die irgendwo zu verbummeln. Aber ja. Und ich muss sagen, ich finde das Phantom Liberty auch eigentlich schön gemacht. Es ist nicht so riesengroß. Das heißt, auch wenn man es dann zum Spielen am Handgelenk trägt und wahnsinnig schwer ist es halt auch nicht. Also ja, schön gemacht, muss ich sagen. Ja, Verwandlungs-Items, da kommt noch ein spezielles dazu, denn wie das in diesen Serien immer so ist, es kommt noch eine vierte Phantom Mirage später hinzu und die hat natürlich ein eigenes Verwandlungs-Item, denn wie soll das anderes sein? Auch Takaratomi möchte natürlich viel, viel Geld mit seinen Toys verdienen. Und ja, ich denke mal, dazu werden wir dann in der nächsten Folge kommen. Ja, ich hoffe, dass euch diese kleine Demonstration vom Phantomiversity gefallen hat. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt sie gerne unter das Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Video. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und macht's gut!